Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu den ORF3 Künstlergesprächen aus Grafenegg in Niederösterreich. Und mein heutiger Gast ist Schauspielerin Sunny Melles. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Danke, ich bin auch glücklich. Frau Melles, die Neue Züricher Zeitung hat Sie einmal als Europas exzentrischste Schauspielprinzessin bezeichnet. Ist das ein Kompliment? Ja, ich höre es zum ersten Mal, ja. Wie klingt das? Ja, ich bin halt unbestechlich. Ist es wichtig, exzentrisch zu sein als Mensch, als Künstler? Wir machen Kunst und ich finde, es ist ja mein Körper, mein Gefühl, meine Einstellung mit einem Team. Aber man muss es nicht zu realistisch, es ist immer noch eine Kunst. Mhm. Ich arbeite aber für die Kunst und somit ist es nie 1:1. Mhm. Und vielleicht heißt das vielleicht exzentrisch, also von... Mhm. Ist sogar gut, wenn man nicht, man hat es eh sehr nah, aber es ist Kunst für mich mehr. Das heißt, die Kunst oder diese Kunstfigur, die man vielleicht ist, die schafft schon auch ein bisschen Distanz, oder? Das ist ja auch einen gewissen Schutz. Ja, ich sage immer, woran erkennt man, dass man eine schlechte Schauspielerin ist, wenn der Arzt kommt? Ich meine, das ist so, ja, es hat nichts, es hat nichts mit mir zu tun und doch ist es meine Seele und ich sage, ich bin nur eine Hülle, es ist doch mein Innerstes, was ich nach außen, aber genau dieser kleine, hauchdünne Unterschied macht die Kunst. Mhm. Deswegen bin ich auch Schauspielerin geworden, weil mich das so interessiert hat. Da bin ich auch viel mutiger, wie wenn ich es jetzt sein könnte. Und wirklich? Je weiter die Figur von mir weg ist, je widersprüchlicher, unbegreifbarer, das ist ja mein Challenge, sie dann für jedermann wahrhaftig und begreifbar zu machen. Dann liebe ich sie dann auch. Sie haben ja durchaus den Ruf, so ein bisschen nicht ganz einfach zu sein. Können Sie mit dem eigentlich was anfangen, wenn man sowas hört? Oder ist es vielleicht für Sie sogar wichtig, dass man jetzt nicht sich darum kümmert, ob man gemocht wird, ob man nicht gemocht wird, ob man aneckt, ob man nicht aneckt. Sind das Kategorien für Sie? Ja, es ist natürlich schon, die Wahrheit ist oft viel schmerzhafter und Opportunismus ist auch nicht so toll. Und die Unbequemlichkeit kommt bei mir eher, dass ich mit dem Gegenüber was erreichen will, wie eine Geburt einer Rolle. Mhm. Und da gehört, dass man hilflos ist, dass man unsicher ist und das nicht verstecken soll. Aber man ist unbestechlich. Wenn man sagt, ach, lieber keine Fragen stellen, was meine Mutter schon immer mir gesagt hat, stell immer die Fragen. Nur nichts jetzt fragen. Natürlich sind zwei... Mein Onkel Harnoncourt, also Niklaus, sagte immer, wenn ich dann kein Kunstgespräch habe, dann führe ich es mit mir selber. Also die Auseinandersetzung in der Kunst ist eine positive Reibung. Und dadurch entsteht auch erst etwas? Dadurch entsteht was miteinander, nicht gegen, sondern mit. Und das finde ich so wichtig für mich. Mhm. Vielleicht wirkt das für ein paar Leute vielleicht nicht kompliziert anstrengend. Es ist auch anstrengend. Aber das ist für Sie völlig in Ordnung, wenn man sagt, das könnte eventuell anstrengend werden mit Ihnen. Da sagen Sie ja, weil genau darum geht es ja letzten Endes. Ja, ich finde Respekt und Liebe, wenn ich die Regisseure und Kollegen treffe, sage ich, ich bin doch jetzt nicht anders. Also viele, und der Humor ist auch wichtig. Also wenn ein Regisseur nicht viel lacht, habe ich auch schon Probleme, denke ich. Was hat er denn oder was hat sie denn? Also ich brauche das. So und dann bin ich immer ganz, das ist so wichtig im Leben. Jetzt haben Sie immer wieder schon gesagt in Interviews, dass Sie eigentlich Schauspielerin geworden sind, bevor Sie es bemerkt haben. Bevor Sie auf die Idee gekommen sind. Ja. Können Sie das erklären? Was heißt denn das? Ja, so. Ich wollte einfach Schauspielerin werden mit 11. Ich wollte auch Biologin, Nonne, also alles, was man sich so, im Zirkus, aber ab 11 wusste ich es. Ich kann natürlich sagen, wegen meiner Mami, weil ich das so backstage mitbekommen habe. Dasselbe passiert, ohne jetzt indiskret zu werden, mit meiner Tochter, genau mit 11. Und das ist dieser Drang,
es zu machen. Man weiß nicht warum, aber es drängt dich. Und du spürst deine Energie und deine Liebe dafür. Was für ein Drang ist das genau? Ist das der Drang, auf die Bühne zu gehen? Ist das der Drang, sich in gewisser Weise künstlerisch auszudrücken? Ist das der Drang, auch eine Resonanz vom Theaterpublikum zu bekommen? Wie kann man denn das beschreiben? Also das Erste ist Herzklopfen. Das war ganz irre. Also auch wo ich 10 Jahre alt war, dann vorgestellt wurde, Hans Hollmann, Basler Theater, die Dame von Maxim war das. Das Erste, was ich spürte, wo ich sage, ich will Schauspielerin werden, spürte ich Herzklopfen, als ich da auf der Bühne stand. Und das ist ganz interessant, dieser Zustand, den man immer wieder hat, dieses Herzklopfen. Und etwas für jemanden zu tun, mit jemandem, sich auszudrücken, Mensch zu sein, den man gar nicht ist, aber den man doch im Winkel eine Deckung hat und sagt, wir sind alle nicht gut, nicht schlecht und doch sind wir schlecht und gut. Also das hat mich immer interessiert, wie Menschen, wie Charakter sind. Jetzt haben Sie den Humor schon einige Male erwähnt in unserem kurzen Gespräch bis jetzt und Sie haben einmal gemeint, Humor ist mit dem Leid umgehen zu lernen. Ja. Da habe ich mich gefragt, haben Sie in Ihrem Leben schon oft mit dem Leid umgehen lernen müssen? Genauso wie glücklich sein. Also wenn man, je mehr Leid man erfährt, umso dankbarer ist das Glück auch. Also ich bin dann immer so, schlecht kann es jetzt nicht mehr gehen. Aber es ist schon auch eine Dankbarkeit. Und es ist die Dank. Man wird nur dankbar, wenn man weiß, wie schlecht es einem gehen kann. Und hat der Humor einen wichtigen Stellenwert in Ihrem Leben? Das ist die Hoffnung, das ist das Rezept. Also ich würde jedem ein Rezept schreiben, Humor. Damit, das ist die beste Medizin. Über sich lachen, über andere lachen, über die Situation lachen. Aber über sich lacht man schon ein bisschen schwerer als über andere, ja, oder? Ja, doch. Es wird auch manchmal falsch dann interpretiert, aber ich brauch's. Ich habe auch schon mit meiner Mutter dann, komisch, was ich mit meinen Kindern auch habe, ob man in der U-Bahn ist, so Lachkrämpfe, da kann man sich nicht anschauen. Und auf der Bühne bin ich die schlimmste Lachwurzen. Das heißt, ich lache. Und die ohne Humor, die nehmen mir das sehr übel. Und andere wie Holzmann, da haben wir Tränen gelacht. Auch Conny Frobes, wir haben uns dann bei Gretchen umgedreht, weil wir nicht, Opekni, wir nicht mehr konnten vor Lachen. Immer an derselben Stelle dann noch, publische sie. Und das merke ich, wenn das passiert, auch auf der Bühne, das ist wunderbar. Jetzt sagen Sie schon auf der Bühne, welchen Stellenwert hat denn für Sie der Humor auf der Bühne? Mögen Sie das, wenn die Zuschauer über Sie lachen auf der Bühne oder ist das eher was Unelegantes und was Dramatisches? Fantastisch. Echte Theater. Ja. Also weinen, ich bin sehr am Wasser gebaut. Ich sage immer, wenn Lassie sich schon die Pfote einklemmt, heul ich. Aber ich weine sehr, sehr schnell. Muss aber nicht immer. Also ich setze es auch nicht ein. Das mag ich nicht als Waffe. Aber Menschen zum Weinen zu bringen, ist einfacher wie zum Lachen. Und für mich ist das wunderbar. Und warum ist das eigentlich so? Ja, weil es ein Timing ist. Ich liebe Gottes Gemetzel. Ich liebe Shakespeare. Ich liebe Gretchen. Sogar da hat man gelacht. Das ist für mich dann immer, I got it. Weil ich will einfach, dass die Menschen auch lachen. Das ist wichtig. Jetzt haben Sie in einem Interview einmal erwähnt, das ist schon fast 30 Jahre her, dass Sie die Privatperson Sunny von der Schauspielerin Sunny eigentlich gar nicht unterscheiden können, gar nicht trennen können. Das war ein Fehler von der Interviewerin. Oh. Ich trenne es eben. Das heißt, ich habe genau diesen einen Satz herausgesucht, genau, der falsch zitiert wurde. Ja, sie hat es falsch gehört. Sie wollte das anders hören. Oder das heißt sozusagen, dass die Trennung eigentlich etwas ganz Wichtiges wie für eine sie eiserne, ist. Wie eine eiserne Wand. Also ich sage nicht Mauer, ich sage Wand. Okay. Ist hauchdünn. Das heißt auch durchlässig ein bisschen? Nein, das ist wie im Theater hat man eine vierte Wand oder beim Drehen. Und je mehr man in diesem Zustand ist des Andersseins, aber nicht in Gefährdung. Es ist wie ein Handwerk auch. Und wenn man jung ist, ist es dann auch noch sehr viel manchmal intuitiver. Um sich das zu bewahren, muss man jung bleiben im Denken. Aber es hat hundertprozentig nichts mit mir zu tun. Aber spreche ich jetzt gerade mit der Privatperson Sunny oder mit der Schauspielerin Sunny? Mit mir. Das heißt,
Das heißt, mit mir. Mit. Wir dürfen uns nicht duzen. Wir dürfen schon, aber es ist trotzdem... Also in Augenhöhe mit mir, genau. Und Herzhöhe. Augen und Herz und Verstand. Also das heißt, gar nicht als Kategorie Privat- oder Schauspielerin, sondern Sie sehen das jetzt als etwas, eine dritte Kategorie? Nein, als Mensch, als Suni. Nicht als Schauspielerin. Also, drücke ich mich so falsch aus? Nein, ich versuche es nur zu verstehen. Also wenn man quasi unterscheiden will zwischen Privat und Beruf, dann ist das jetzt eher, sagen wir so, eher privat als ganz Beruf. Nur privat? Ja. Ja. Ist die Bühne für Sie eigentlich ein Ort, an dem man sich wohlfühlen muss? Haben Sie zum Beispiel Lampenfieber? Haben Sie dieses Herzklopfen, das Sie erwähnen? Ist das immer noch da? Ja, und natürlich... Es ist, jede Bühne riecht gleich, das ist auch der Geruch. Mhm. Sie können natürlich alleine auf der Bühne sein, weil Sie sich vorher die Requisiten durchgehen, kein Herzklopfen. Mhm. Ein Mensch nur unten, ein Augenpaar nur unten sitzt, es ist schon eine ganz andere, ja, Zusammensein. Mhm. Dieses, warum ich Schauspielerin sein wollte, auch wenn ich im Kino sitze und mich sehen müsste, was ich sehr ungern tue, aber auch da sind Augen, die eben nicht nebeneinander sind, sondern so. Und ich glaube, dieser Kontakt, es geht nur mit Publikum, kommt das Herz wie bei einem Sportler auch. Der kann stundenlang für sich kicken. Mm. Und wenn er dann raus muss und diese Arena und das Team und weil es gibt ja schon viele Leute, die dieses Lampenfieber eigentlich nicht mögen, die das eigentlich als etwas Unangenehmes empfinden. Aber Sie sagen, das Herzklopfen, das ist das, was eigentlich das ausmacht, den Reiz des Schauspielers. Ja? Für mich. Mhm. Ja. Und natürlich hat man immer Angst, dass man einen Blackout hat. Das hat man ja auch, wenn ich sage, wie war noch mal? Das können Sie aber auf der Bühne nicht sagen oder in der Musik noch weniger. Aber dann hat man auch Herzklopfen, oder? Ja, aber es ist auch wie bei einem Skifahrer, der einmal gestürzt ist oder einmal gehangen. Es bleibt diese Erinnerung von, da ist was passiert. Man steckt es besser weg oder weniger. Aber ein Elfmeter verschießen oder von der Schießschanze runterstürzen oder wenn man Golf spielt und man packt es nicht. Das meine ich eben, man muss wahnsinnig auf der einen Weise sehr demütig sein und auf der anderen Weise sagen, so, das ist jetzt weg, das muss ich jetzt, ich muss wieder an mich glauben und es wegdenken und wieder von Null beginnen. Weil sonst passiert mir das nochmal und man stürzt wieder von mir und man hängt wieder. Das sind diese live und das passiert nur, wenn es live ist. Sagt er jetzt in der Garderobe, wusste ich es doch. Alles, was live ist, was im Moment ganz viele beobachten. Sein schönes Gefühl ist aber von Misslingen und Gelingen auch nur eine ganz hauchdünne Wand und die Angst. Das ist mein ständiger Angst. In Angst ist so Art von Adrenalin. Nicht Angst, was kann meiner Tochter passieren oder so, sondern die Angst des Misslingens, auch zu enttäuschen die Leute. Wobei sich die Leute ja freuen, wenn man mal einen Fehler macht. Sagt er, ah, siehst du, nobody is perfect, ist ja auch nur ein Mensch, sag ich. Ja. Aber man selber in dem Moment kann es nicht so locker nehmen wahrscheinlich, oder? Nein. Aber auch, wenn man einen Misserfolg hat, dass ganz bestimmte Leute bei dir sind, das ist auch wichtig. Weil man ist eben so, man freut sich, hat einen Misserfolg gehabt. Niemand ist perfekt. Fragen Sie sich eigentlich manchmal, warum bin ich so, wie ich bin oder wie ich geworden bin oder wie ich einfach im Leben oder das Leben sehe? Ich weiß immer mehr, warum ich so geworden bin. Mhm. Oder warum ich mich dann darüber aufrege oder in Anführungszeichen nicht opportunistisch bin. Mhm. Weil ich natürlich sehr meine Mutter bewundere und auch politisch und wie sie das Land verlässt. Und dass man in der Kunst auch immer wachsam sein muss. Und kein Opportunismus. Das prägt schon sehr, Wahrheit. Wenn man es so erlebt hat. Oh mal. Ja. Mhm. Das kann für manche Leute sehr inspirierend sein und für die anderen anstrengend. Aber egal, es ist lieber, als wenn ich mich verstelle. Jetzt sind Sie ja wirklich
wenn ich sie erlebe, immer wahnsinnig perfekt gestylt. Abgesehen davon, dass sie natürlich immer entweder schwarz oder rosa oder schwarz und rosa. Ja. Welchen Stellenwert hat denn Perfektion in Ihrem Leben? Ist das ein Begriff, wo Sie sagen, ja, das, mit dem kann ich was anfangen? Ich finde es einfach schön, wenn man, ich liebe es, sich nicht gehen zu lassen. Für mich und für die anderen. Also liebe den anderen wie dich selbst ein bisschen. Es ist wichtig, es kommt einem auch nicht teuer. Wir haben eine Viertelstunde gebraucht mit der Maske, die wunderbar war, die Sabine. Aber manchmal steht eben mein Haar ab und dann tut sie mich unterbrechen und dann Haar weg. Aber das geht sehr geschwind. Ja. Ja, aber das sind alles so Sachen, wo man sagt, ja, ich will für den Moment schön sein. Wenn ich sagen will, ich will ungeschminkt sein, bin ich ungeschminkt. Aber ich finde es schön. Wenn Sie sagen, dass Sie es eigentlich mögen, auf sich zu schauen, sozusagen, heißt das eigentlich auch, gewisse Dinge zu entbehren? Heißt das dann auch ein bisschen zurückstecken, ob man vielleicht mehr wollen würde, aber man tut es dann der Ästhetik wegen nicht zum Beispiel? Also ich sage wirklich wie Betty Davis, alt werden ist nichts für Feiglinge. Wo man sagt, man lässt die Seele baumeln. Naja, baumeln tut sie nicht für mich. Also nie. Ich möchte eigentlich gar nicht schlafen. Das heißt, Sie kennen sowas wie einfach unbeschwert in den Tag hineinleben, ohne sich über irgendwas Gedanken zu machen, das ist nicht Ihres. Nein. Aber wünschen Sie sich manchmal, dass es eventuell, also dass man das können möchte? Ja, darum bin ich ja so gespannt, was ich, wenn ich nicht denke, und dann schreibe ich mir das immer auf, das sind meine Träume. Okay. Und dann, das ist wunderbar, also mein zweites Ich zu kennen. Und dann weiß ich, wo die Ängste, wo ist das, was mich da belastet. Ist auch gut. Also wer keine Angst hat, ist eh dumm. Also man muss schon immer vorsichtig sein und auch dankbar oder demütig, um dann wieder da die Sau rauszulassen oder eben sich falsch zu benehmen. Das passiert mir immer. Was gibt es momentan eigentlich bei Ihnen konkret beruflich? Gibt es Projekte, die anstehen? Sind Dinge geplant? Sind Theater geplant? Sind Filme geplant? Ich hatte jetzt ein wahnsinniges Erlebnis in Zürich mit Madame de Sade von Hermanis, mit Mishima. Und das war eigentlich traurig, weil das Stück dann abgesetzt wurde. Und dadurch hat sich aber wiederum ein Dreh entwickelt, heißt Seitentriebe von Güzin K. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Schweizerdeutsch gedreht, auf Schweizerdeutsch gedreht, was immer mein Spannend. Wunsch war. Und ich sage immer, wenn jetzt was nicht so, man hat nicht immer Höhepunkte im Leben, auch nicht in der Arbeit, wo man sagt, ja, das war okay, aber es war eher schmerzhaft oder es war mit Problemen, die hätten nicht sein oder sind unprofessionell oder ich weiß nicht was. Und dann durch diese, nur dass man an dem Ort aus den Augen, aus dem Sinn in Zürich ist, ist mein lang gehegter Traum, auf Schweizerdeutsch zu drehen, wahr geworden. Da hätte ich 100 Produzenten, hallo, ich bin da, mach mal Schweizerdeutsch, rede immer noch, doch mal Schweizerdeutsch. Und so ist das entstanden, weil mich da jemand auch gesehen hat. Und somit sollte man immer dankbar sein, dass man dorthin gekommen ist, dass man Madame de Sade gespielt hat und nicht dieses schlecht, gut. Alles hat was Gutes, auch eine Enttäuschung oder auch bringt dich weiter. Das hat meine Mami mir immer gesagt. Ohne Enttäuschungen kann man nicht an sich wachsen, darüber nachdenken. Ja. Liebe Frau Melles, was wünsche ich Ihnen? Ach, dass ich wieder, ich mache ja hier was für den Live-Ball jetzt, wo ich gerne zu Gary Kessler gehöre. Und zu seiner Familie, wieder auf der Burgtheaterbühne mache ich den Alabama-Song und Brecht. Ich liebe Wien, ich liebe das zu arbeiten, werde auch hier wieder weiterarbeiten. Dann ja, wünsche ich Ihnen viel Kunst in Wien, viel Theater Danke in Wien. Ihnen. Suni Melles, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Danke sehr. Ihnen.